Welches Geschenk bist du für die Welt mit allem, was du bist? Und wie wäre es, wenn deine Stimme viel mehr ist als deine physische Stimme? Was sagt dein Sein? Und wenn du vollkommen du selbst bist, ohne laut sein zu müssen, ohne leise sein zu müssen, ohne irgendwas an dir ändern zu müssen, welches Geschenk würdest du entdecken, dass du bist, genau wie du bist? Was sich für mich verändert hat, ist auf jeden Fall mehr Leichtigkeit. Und also ich merke richtig, wie irgendwie so einfach ich selber bin. Also ich bin teilweise, haut es mir an Furia so, wo ich mir denke, cool, also wieder wie ein kleines Kind eigentlich. Und wie man eben oft nicht erlaubt habe zu sein. Und ja, also ich fühle einfach so viele Möglichkeiten und viel mehr Raum. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mehr auf mich selber schauen. Und wenn ich mal nicht weiterkomme, dann weiß ich, welche Fragen ich stellen kann. Naja, zunächst mal ist Raum sein schon immer eine Herausforderung gewesen für mich, allein das zu begreifen, was dieser Begriff bedeutet. Aber ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen begriffen an diesem Wochenende, was Raum sein bedeutet. Und es hat sich für mich ein Raum des Friedens eröffnet und ein großer Raum von Erlaubnis, vor allem so sein zu dürfen, wie ich eigentlich bin. Und auch die Erlaubnis, natürlich andere so sein zu lassen, wie sie sind. In den Kurs, es ist alles möglich. Es ist alles drin. Sei offen, aber für Verletzlichkeit. Viel Spaß, spannende Themen. Das, was der Kurs für mich eröffnet hat, ist so wirklich der Raum zu sein, die Ausdehnung zu sein, die Weite zu sein und von dieser Ausdehnung aus dem Raum dann heraus zu sein, zu tun, das Leben zu leben. Ich fühle mich, wie wenn ich 1000 Luftballons auf mir oben hätte, die was mich wirklich so leicht machen, ja, also so und mich ausdehnen lassen und boah, also ich habe so viel Ballast, ich hab, also das sind Tonnen, ja, aus weiß ich nicht wie viel Leben, was da jetzt weggegangen sind und es ist einfach genial und ich weiß, ich nehme das jetzt mit in meine Zukunft. Mein Verstand versucht mir zu erzählen, du musst zurück in diese Realität, du musst zurück in dein Leben davor und ich merke, das wird nicht mehr funktionieren. Dass ich auch mit einer leisen Stimme ein Beitrag sein kann oder vielleicht sogar mehr bin wie mit einer lauten. Und dieser Raum, dieser unendliche Raum für andere zu sein, aber vor allem für mich, der einfach die Barrieren senkt. Die Einschränkungen, die ich mir selber immer wieder mache. Ja, und da einfach alles leichter ist und so dem näher zu kommen, einfach zu sein, dass das okay ist, wie man ist und nicht irgendwie sein muss. Right Voice for You lädt dich ein, die Stimme in der Welt zu sein, die nur du sein kannst, ohne perfekt sein zu müssen. Ohne darauf warten zu müssen, dass jemand anderer sagt, komm, sprich, sag was, sei großartig. Du bist einfach großartig, weil du es wählst. Und das ist das größte Geschenk, für das ich wirklich dankbar bin. Und danke dafür, dass man das sagt. Danke. Woohoo!